Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich werde euch heute eine Runde, ich alleine mit zwei Randys, die beide 0 Kills machen, wir trotzdem gewinnen, weil ich absolut huge gehe. Und ich werde euch heute noch einige Sachen über Apex Legends erzählen, was ihr beachten solltet, was für euch vielleicht wichtig ist, was für Waffensetups ich euch empfehlen kann. Wir werden, wenn ihr das weiterhin so feiert und wenn ihr weiterhin Bock habt, auch eine Spezialistenserie machen. Das heißt, ich werde euch 8 Tage lang jeden Tag ein Video darüber machen, welcher Spezialist welche Fähigkeiten hat, wie man sie am besten einsetzt und, weil ich festgestellt habe, dass viele Leute gar nicht wissen, wie krass man die Spezialisten im Prinzip wirklich nutzen kann, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen, nämlich, dass man den Sieg am Ende holt, mit möglichst vielen Kills und möglichst coolen Aktionen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich feiere dieses Spiel absolut. Vielen Dank an die zwei Leute, die gestern im Stream zu mir gesagt haben, ich bin ein Mitläufer. Ja, ich werde nie wieder ein Spiel in Zukunft spielen, was mir Spaß macht, nur weil es andere spielen. Ist ja selbstredend, dass das eine Frechheit ist. Nein, jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ich feiere dieses Spiel absolut. Es macht unglaublichen Spaß. Man kann so viel coole Sachen machen. Man kann im Squad geil spielen. Man kann aber auch Solo spielen, wo es funktioniert. Man hat super viele Aufsätze. Kein Spezialist ist OP. Keine Waffe ist völlig OP. Es gibt so viel zahlreiche Möglichkeiten, wie man sein Squad zusammenstellen kann. Es ist wirklich, wirklich, wirklich cool und ich kann es euch jedem wirklich nur empfehlen, Leute. Geht auf Apex.Legends, geht in den PSN Store, ladet es euch runter. Es kostet euch nichts. Ihr müsst nicht einen Cent zahlen. Wenn ihr coole Sachen, coole Outfits haben wollt, müsst ihr auch nichts dafür zahlen. Es ist alles umsonst. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Wem es am Ende nicht gefällt, das ist natürlich legitim. Aber wer Bock drauf hat, dem kann ich wirklich nur sagen, gönnt es euch. Ist ein geiles Spiel. Hier seht ihr, wir spielen mal wieder mit dem Bangalore. Das ist der absolut für mich beste Spezialist, den ich nehmen kann. Er hat 3 Fähigkeiten. Die erste ist, sobald auf euch geschossen wird, auch nur in eure Nähe, bekommt er einen Speed Boost. Dazu hat er die L1 Fähigkeit, die ist so alle 30 Sekunden verfügbar. Damit kann er folgendes machen, er kann eine Rauchgranate werfen, beziehungsweise 2 sogar, und kann aus schwierigen Situationen rauskommen, er kann Gegner damit pushen. Und wenn ihr jetzt überlegt, es gibt noch den Bloodhound, also den Bluthund, der hat eine Fähigkeit, und zwar kann der Bluthund durch Nebel und Gebäude durchsehen. Der Rauch von dem Bangalore zusammen mit dem Bluthund, mit seiner Fähigkeit, ergibt für ein Team unglaubliche Möglichkeiten. Ihr könnt Gegner pushen, ihr könnt den Rauch werfen, der Bluthund nutzt seine Fähigkeit, ihr könnt durch den Rauch sehen, ihr könnt sie pushen. Dann hat man hier noch die Spezialfähigkeit mit L1 und R1, nämlich, ihr seht das unten, die ist jetzt bei 100%, die ist voll aufgeladen. Ihr könnt einen riesigen Artillerie-Strike hervorrufen, deswegen heute werde ich euch über Bangalore alles erzählen, was ihr wissen müsst, wie man ihn am besten nutzt. Ihr habt eben gesehen, mit dem Rauch konnte ich weiter zu den Gegnern, ich konnte sie pushen, flankiert sie, ihr kriegt den Speedboost, ihr habt also mit Bloodhound, Bangalore und vielleicht ein Lifeline dazu im Prinzip das übermächtigste Squad, was ihr nehmen könnt. Hier spiele ich mit 2 kompletten Randys, ihr seht, die haben keine Kills, ich weiß auch nicht, was die ganze Zeit machen, ich muss sie den dauernd saven, dass sie nicht einfach sterben. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass wenn ihr mit euren Kumpels spielt, dass ihr ein gutes Setup habt. Ihr müsst ein gutes Setup haben, weil wirklich viele Leute hier immer besser werden natürlich. Ihr seht, ich spiele die Wingman mit der R301. Jetzt haue ich erstmal meine Spezifähigkeit raus, aus dem einfachen Grund, dass wir da schon mal absolut Ruhe haben, weiter looten können. Wenn ihr genau überlegt, was ihr sonst noch nehmen könntet, der Wraith ist natürlich gut, wenn mit dem Portal, er kann sich unsichtbar machen. Ihr seht, was für eine Einschlagserie das hier ist. Er kriegt hier richtig von mir mit der R301. Das ist ein Sturmgewehr, ein gutes, schießt sehr schnell, macht nicht so viel Schaden. Dafür hat es eben auch wirklich eine hohe Feuerrate. Ihr seht, jetzt wird wieder der Rauch von mir genutzt. Ihr seht, welche große Fläche damit bombardiert wird. Der Rauch hilft uns, an die Gegner ranzukommen. Jetzt gucken wir wieder, wo die Gegner sind. Es ist ein unglaublich taktisches Spiel. Es macht mir unglaublich Spaß, weil man unbegrenzt viele Möglichkeiten hat. Ich werde angeschossen. Ihr seht den Speedboost, den ich bekomme. Jetzt L1 kann ich wieder nutzen, während ich loote. Ich mache es jetzt gerade aber nicht, weil ich gerade keine Schüsse abbekomme. Ihr müsst immer genau gucken, was ihr machen wollt, in welcher Situation ihr es einsetzen wollt. Schämt euch nicht, eine Spezialistenfähigkeiten zu nutzen. Ihr kriegt sie relativ häufig. Sie sind nicht so nervig wie in Black Ops 4, wo ihr keine Chance habt, wenn ein Hund kommt oder sonstiges. Alles kann man kontern, alles kann man nutzen. Es gibt auch im Prinzip mittlerweile ein für mich bevorzugtes Setup, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier wieder der Rauch, damit unser Teammate wiederbelebt werden kann.
Ihr seht, wie man den Rauch wirklich nutzen kann, um aggressiv zu spielen. Man kann ihn nutzen, um defensiv zu spielen. Wenn ihr ihn defensiv nutzt, dann könnt ihr damit einfach jemanden heilen. Ihr könnt euch heilen, ihr könnt aus der Gefahrenzone raus. Ihr könnt es zwischen Teammates und Gegner schießen, sodass die Chance haben abzuhauen. Ihr könnt ihn nutzen, um Gegner zu pushen. Ihr haut das Ding zwischen euch und die Gegner, haut den Rauch hin, flankiert über rechts oder links, geht mit einer Shotgun SMG in die Nähe. Deshalb ist wirklich für den Bangalore auch das beste Klassen-Setup nur für diesen Spezialisten Shotgun und MP, Sturmgewehr und MP. Eine Sniper-LMG passt nicht so zu ihm. Wenn ihr eher, ich sag mal, schwere Artillerie dabei haben wollt, dann nehmt lieber zum Beispiel Gibraltar, das ist der dicke, den dieser Redney bei uns hat. Der hat nämlich dieses fette Schild, damit könnt ihr auch mit einem MG zocken. Es sind, jetzt seht ihr hier, wir werden gerade alle geheilt, weil einer unserer Teammates die Drohne von sich genommen hat. Das ist nämlich Lifeline. Wir sind jetzt schon wieder bei 5 Kills, es sind nur noch 15 Leute am Leben. Killspitzenreiter und das alles auf einer Fläche. Und wir haben eben nichts Dummes gemacht, wir haben den Rauch eingesetzt, den Artillerieschleuch haben wir eingesetzt. Unsere Fähigkeit schnell zu dodgen haben wir eingesetzt. Also im Prinzip alle Sachen, die man irgendwie braucht, haben wir für unser Vorteil genutzt. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eher ein aggressiver Spieler seid, wenn ihr coole Plays machen wollt, ihr müsst ein Playmaker sein. Bangalore ist für die Leute, die Plays machen wollen. Wenn ihr eher defensiv spielen wollt, wenn ihr nicht so viel pushen wollt, nehmt jemand wie Lifeline oder Wraith, womit ihr schnell aus der Gefahrenzone rauskommt. Jeder Spezialist ist auch unglaublich schnell bzw. langsam. Da gibt es extreme Unterschiede, um ganz ehrlich zu sein. Der eine Spezialist ist schneller als der andere ist wiederum langsamer. Das ist alles so gewollt, weil jeder irgendwie auf seine Art ein spezielles Gebiet, einen speziellen Bereich abdeckt. Jetzt seht ihr auch unsere Lebenssituation. Alle haben volles Leben. Julian offiziell, keine Ahnung wie er heißt, hat 4 lilane Balken. Das heißt, er hat die vorletzte gute Rüstung. Da gibt es nur noch die goldene drüber. Jeder von diesen Balken gibt euch 25 Leben extra. Ihr habt 100 Leben plus ein Balken gibt 25. Ich habe zum Beispiel nur 2er Rüstung, ich habe 150 Leben, er hat 200 Leben. Dann gibt es auch die goldene Rüstung, die haut das Ganze auf 225 hoch und die ist wirklich sehr, sehr stark. Eins der wirklich coolen Features bei diesem Game, muss man euch auch noch sagen, ist nicht so wie ein Blackout, wenn ihr jemanden die Rüstung zerschießt, dass die Rüstung kaputt ist, sondern wenn ihr jemanden die Rüstung zerschießt und ihn dann lootet, bekommt ihr die volle Rüstung von ihm. Das heißt, es wird, oder man wird dafür belohnt, dass man eben in Gunfights geht, dass man in die Gegner reingeht, dass man sie sich holt. Das ist wirklich mehr als sinnvoll und macht auch wirklich Spaß, denn es lohnt sich endlich wirklich zu kämpfen. Ihr könnt natürlich auch eure Waffen und alles mögliche währenddessen tauschen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel geswitcht von der R301 doppelt auf die G7 Scout zusätzlich. Das ist ein halbautomatisches Snipergewehr im Prinzip, hat 10 bzw. 25 Kugeln, je nachdem welches Magazin ihr da drauf habt, hat eine relativ dezente Feuerrate, ist aber wirklich sehr, sehr genau. Das heißt, ihr könnt auf Entfernung Leute absolut wegpicken. Ich feiere das Ding absolut, ist wirklich eine coole Waffe. Was auch immer der Typ hier gemacht hat, ich kann es euch nicht sagen. Engen Plan hat er anscheinend gehabt. Ihr seht, wie die Waffe schießt, das ist jetzt die R301. Wie gesagt, das ist das Sturmgewehr, was relativ schnell schießt, wenig Schaden dafür macht. Es kommt immer drauf an, was ihr macht, wie ihr es macht. Es ist ein gutes Setup, ich kann es euch nur empfehlen. Nehmt den Bangalore, wenn ihr ihn unbedingt haben, beziehungsweise wenn ihr unbedingt auf den Sieg gehen wollt. Hier seht ihr, jetzt ist dieses Schutzschild wieder, was sehr, sehr hilfreich ist. Man kann sich da drin heilen. Was man aber nicht vergessen darf, in dieses Schutzschild können Gegner auch rein. Das heißt, für mich ist der Charakter nicht so viel was, weil ich bin eher der aggressive Spieler. Und dazu kommt, er ist sehr langsam. Und einen langsamen Charakter, den brauche ich nicht unbedingt. Hier seht ihr jetzt meine Spezifähigkeit. Die erste Runde, die immer kommt mit L1, R1, ist der Marker, wo die Raketen gleich droppen. Und der zweite Marker sind die Raketen, die an und für sich dann fallen. Hier habe ich selbst ein bisschen was abbekommen, das passiert nun mal manchmal. Ich glaube, dass wir die Runde tatsächlich jetzt bis zum Ende so durchstehen und dann ganz am Ende von so einem letzten Squad, ihr seht, es sind ja nur noch 2 Squads plus wir übrig, blöd geholt werden. Mit 7, 8 oder 9 Kills, wenn ihr alleine seid, sollte man eine Runde auch gewinnen können. Leider sind schlechte Teammates gewesen. Wollt ihr mehr über Apex Legends erfahren? Wollt ihr mehr Tipps und Tricks hören? Wollt ihr mehr Ideen darüber haben? Wollt ihr Guides darüber haben? Schreibt das in die Kommentare. Mich würde interessieren, was ihr von dem Game haltet, weil
Ich bin ganz ehrlich, es hat Black Ops 4 für mich aktuell absolut abgelöst, weil es einfach viel unterhaltsamer ist, viel, viel witziger, viel cooler, alles mögliche. Ich werde jetzt, wenn ihr das seht, ungefähr eine halbe Stunde später im Stream auf Twitch sein. Es würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut, war wirklich sehr, sehr nett gestern. Wir werden es die ganze Woche zocken, wir werden auch Community-Runden machen, aus dem einfachen Grund, dass es Spaß macht. Das Spiel ist absolut cool. Ich persönlich habe Spaß meines Lebens, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich bin jetzt für das Erste, glaube ich, raus. Wir gucken uns hier nur noch mal an, was die letzten Sekunden passiert. Dann seht ihr nämlich, dass es leider, leider am Ende nicht ausgereicht hat. Und es sind im Prinzip kaum noch Leute übrig. Aber ihr könnt eben nicht alleine jede Runde gewinnen. Macht euch einen schönen Abend. Ich bin raus. Haut rein.